Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu 7Days. Und ich habe jetzt mal alles weggeräumt, wie ich ja gesagt habe. Geben gleich noch die Quests ab und verkaufen das hier noch. Ich will das nur einmal kurz alles durchreparieren. So. Na, reparieren wir ein bisschen schneller. Danke. Sehr schön. Naja, modsmäßig. Auf den Helm vielleicht, Weil da habe ich ja definitiv das. So was kann ich dann auch raufklatschen. Ich kann noch eine Helmlichtmod mit raufklatschen. Aber ansonsten... auf Hammer und so geht das nicht. Das geht auch nur auf Schuhe. Gut, wir haben Schuhe. Das kann nochmal mit auf die Schuhe. Gut, auf den Hammer kann ich vielleicht das noch klatschen. Aber das ist nicht viel. Na gut, wir haben noch eine Pumpgun. Aber ich glaube, da geht das nicht drauf, ne? Ja, das hier bestimmt. Das kann man mal ausprobieren. Aber ansonsten... ah, ist halt nicht doll. Gleich mal gucken. Erstmal der Helm. Verändern. Und zwei Sachen gehen rauf. Gut, dann mache ich die zwei Sachen rauf. Und den hier kriege ich ja eh nichts rauf. Ne? Nehmen erstmal den Hammer. Da kriege ich zumindest den. Sehr schön. Und auf die Brust, dafür habe ich ja nichts mehr. Für die Schuhe, da kann ich noch diese Fußmod darauf machen. Zack. Und auf die Pumpgun, ja, ich weiß nicht, ob das darauf geht. Das werden wir sehen. Naja, zumindest eins von beiden. Sehr schön. Und ansonsten für den Rest habe ich eigentlich nichts weiter. Dann kommen die Sachen da mal wieder rein. So. Und dann wird das hier erstmal alles verkauft, zusammen mit der Quest. Ja, gut. Zumindest haben wir wieder ein bisschen Platz in der Modkiste. So, hier, da wollen wir mal kurz gucken. Er hat das weggeschmolzen. Ich habe doch beim letzten Mal hier Messing reingelegt. Damit ich es nicht wieder vergesse, kommt das jetzt in die Schmiede. Und ich Volldash habe natürlich vergessen, wie ich gesagt habe. Ich wollte ja aber Red gucken, ob er neue Sachen hat, weil der Gute hat ja auch Reset. Aber gut, habe ich jetzt vergessen. Gibt Schlimmeres. Wir sind immer noch auf Tag 76. Das ist ja auch direkt nach der letzten Folge. Ich habe nur schnell 10 Minuten den Kram weggeräumt. Haben also noch einen kompletten Tag Zeit. Müssen nur noch die Muni auffüllen. Die läuft ja gerade in der Werkbank. Ansonsten postert. So, mein Freund. Was kriege ich denn für deine schöne Quest? Mal wieder nur Mist, ne? Ah, passend abrechnen. Muni ist halt auch nicht so dolle, wie sie sein soll. Was bringt die Stollachs denn? 602. 688. Und der Hammer? Gut, ich nehme den Helm und den Hammer. Zack. Zack. So. Darf ich dein Inventar sehen? Du kriegst dann einmal die 36 Silbernuggets. Danke. Die kriegst du. Und dann natürlich den kannst du haben. Das genauso. Oh, gibt doch alles ein bisschen Geld. So, die, siehst du, waren auch schon wieder 16.000. Wunderbar. Hast du denn noch irgendwas an Quests? Wir hatten zwar eine gemacht, aber du hast neu? Wieso das? Seid ihr Zombies? Ist das hier direkt nebenan oder was? Ach, das ist... nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Das ist dieses kleine Ding neben unserer alten Hordenbase. Business Trip Ultzor. Ich glaube, da waren wir schon länger nicht mehr drin. Dann machen wir das nochmal. Ich möchte auch gerne mal wieder eine 5er machen. Die nehme ich dann aber ein bisschen weiter weg an. Weil hier nur Fabriken sind. Und zwar würde ich da dann gerne mal gucken. Irgendwo hier unten beim Verbrannten hatten wir noch einen. Zum Zerstörten gehe ich nicht mehr. Da weigere ich mich. Ja, hier haben wir ja sowieso noch ein paar Nebenquests, wo hier Frauen erhält und so. Bei dem Trader selber hier würde ich mal gucken. Das Verbrannte war ja zum Glück noch nicht verbuggt. Zum Glück nicht. So. Bring kurz das Geld nach Hause. Dann gehen wir da mal im schnell gucken, wa? Die benutze ich in einer Ordennacht, dafür die restlichen paar Waffen reicht hat. Definitiv. Sind ja nur noch oben die zwei. Der Rest ist ja schon aufgefüllt. Geldmäßig haben wir doch schon sehr gut was dabei. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Essen hab ich. Sechs, dort reicht. Ich habe Antibiotika, Vitamine. So oft wie das passiert in letzter Zeit, nehme ich das lieber mit. Ich habe auch wieder Verbandskästen eingesteckt. Den können wir doch jetzt sehen. Da wird es halt mal wieder eine nächtliche Runde, denke ich mal. Aber so macht das Ganze ein bisschen interessanter. So, einmal auftanken die Guten. So. Oh, Fiesbrit ist doch nicht mehr. Aber gut, jetzt für jetzt reicht das. Erstmal hoch, ich drehe den gleich oben in der Luft.
Und in diese Richtung da, genau. 1,8 Kilometer. Einmal ein bisschen hört's den Junge, da stehen Bäume im Weg. Genau. Und jetzt Vollgas. Los, zünde deine Nitro-Injektion. Das fehlt echt noch in 7 Days. So Mod mit hier im Nitro-Einspritzung und sowas. Man richtig voll Stoff geben kann. Das fehlt noch. Aber ansonsten ist fast alles drin. Also, wer weiß, was hier im 7 Days noch geändert wird oder wieder mit eingebaut wird. Manchmal entfernen sie ja leider auch Sachen, die ganz gut waren. Aber wie zum Beispiel habe ich festgestellt, es gab mal die Möglichkeit, die Hordennacht auf zufällig zu stellen. Fand ich persönlich ganz gut. Das war mal eine Herausforderung. Da wusste man nie genau, wann die Horde kam. Das war was Besonderes. Geht nicht mehr. Haben sie rausgenommen aus dem Spiel. Warum auch immer. Zumindest kann ich diese Einstellung nicht mehr finden. Nirgendwo. Und wer weiß, was die sonst noch entfernen. Oder diese dicken Spikes. Ich meine jetzt nicht die Eisenspikes oder Holzspikes. Es gab doch mal diese richtig dicken Pfosten früher im Spiel, die so angespitzt waren oben, die du auch noch aufwerten konntest zu Eisen. Haben sie auch mittlerweile entfernt. Ich glaube, die sind schon seit der Alpha 17 weg. Aber vorher gab es die ja. Auch sehr schade. Aber gut, es kamen ja auch neue Sachen ins Spiel, so ist es nicht. Aber schön wäre es zumindest, wenn sie nicht immer alles entfernen würden. Neue Sachen hinzubauen, ja. Aber auch gerne alte Sachen drinnen lassen und nicht alles entfernen. Aber abwarten, was die Pimps auch so vorhaben in Zukunft. Notfalls gibt's ja noch Mods, wo ich allerdings nicht so der Fan von bin. So, und ich muss unbedingt Bläu und Eisen farmen. Zumindest nach der Horde muss das sein. So, das ist das Gebäude hier, oder? So. Ja, ist es. Junge, danke. Wollte gerade sagen, kriegst die Kurve nicht? Wollte hier doch nur vor der Tür halten. Geh doch. Geh doch. Gut, hier waren wir natürlich schon drin, das ist mir bewusst. Aber ist das schon weiche, ne? Eisentüren nehmen wir nicht mit, nur normale Türen. Wie gesagt, lohnt sich nicht. Jemand zu Hause? Keiner hier? Okay. Aber den Mülleimer darf ich looten, oder? Ja, guck mal, da ist wertvolles Blei. Und sinnloser Kartoffelsamen. Weg damit. Zumindest für uns sinnlos. Nicht, dass jetzt jemand von euch seine Kartoffelsamen wegschmeißt und ihr habt noch keine auf der Welt. Tut das nur, wenn man sie auf dem Feld hat. Sonst ist das leicht doof. Mich wundert, dass das hier kein Zombie ist. Dort habe ich schon. Den gucken wir hier nochmal. Oh Gottchen, aber kommt mit. So. Essen ist immer gut. Gläser schmeiße ich raus, aber Fleisch ist immer gut. Weiß zwar nicht mehr wohin damit, aber man sollte niemals Fleisch herkommen lassen. Niemals. Gilt auch privat. Fleisch schmeißt man nicht weg. Das kann man sich, wenn man es nicht auf ist, auch aufheben bis zum nächsten Tag. Dafür ist Fleisch viel zu teuer. Eieieiei. Diese Bodenplatten. Bist du da? Ja. Natürlich, Junge, ne? Natürlich. Trab an, du lebst dann noch. So. Mensch, Joe. Guck dir mal deine Schuhe an, wie du die voll gesaut hast. Kauf dir mal Schuhcreme. Besser wär das. So, ich will mal kurz in dieses komische Kackloch hier gucken. Da ist auch nichts wohl, ne? Da vielleicht noch was Brauchbares? Naja, die kommen gleich weg. Zumindest sind wir unsere Wiederbelebungsnachwirkung mal los. Mensch, liegst ja immer noch. Du noch mal reingucken? Ne. Muni ist immer gut. Da ist auch noch eine Kiste. Guck ich sofort. Essen sowieso immer gut. Was haben wir hier in der Regolen? Weil das sieht aus wie so eine schmordrige Pringles-Dose, ne? Diamantenchips. Lecker. Also ich nehme die Diamanten. Die Chips kannst du behalten. Ah, gut, toll ist das hier nicht, ne? Guck ich da nochmal in die Kiste. Ah, Wasser, Gardowski, das kann eigentlich. Das Wasser trinke ich mal. Das kann weg. Will jetzt nicht wieder jeden Mist mitnehmen. Da hat Mutnis sein. Ist hier noch was unter? Nein. Gut, hatte ich da schon reingeguckt? Jo. Gut. Schortendicht, hoch geht's.
Ach, die Hürde hier. Die ja, jetzt weiß ich wieder, was eine Hürde ist. Hier hatten wir beim letzten Mal so einen scheiß Baum drin stehen. Diesmal zum Glück nicht. Da ist meine Tasche hinter. Die sehe ich doch schon von hier. Oh, hier können wir gleich mal reinpfeifen, ne? Gleich beide davon. Lecker Blaubeerkuchen von Ume. Und lass mich doch mal an die Tasche. Danke. So. Hier, ich glaube, das war so ein versteckter Geheimraum, ne? Die Tür muss ich mal aufhauen. Ja, ist ein versteckter Geheimraum. Ich vermutet. Ah, Hose kommt gleich weg. Buch haben wir schon, lehnen wir gleich. Und die gucken wir hier nochmal. Schmelztabletten sind immer gut. Tor ist noch was. Klebeband und Kleber auch. Und hier so eine Kiste. Ist da noch was drauf? Nö. Gut, und schon wieder so eine sinnlose Kartoffki. Schön die gute Kartoffgies. Leider brauche ich die Kartoffgies nicht. Lass mich doch mal hier durch. Danke. Da geht's weiter. Dedim-dim. Hier, hier. Kein Geier hier? Wundert mit. Gut, gehen wir hier wieder rein. Hallo. Teppichverkäufer, ich muss was reklamieren. Mein Teppich hat Flecken. Den habe ich schon so gekauft. Das war ich nicht. Hier, das halt ich von deinen Verkaufsmethoden. Oh, gut, Schmelztablette. Kann man mitnehmen, ne? Schade. Tschüssi. Menno. Diese Bodenplatten. Aber Muni ist immer gut. Jo. Da ist noch was. Hier ist noch was drin. Den. Naja, den haben wir Müll. So, dann gucke ich noch einmal kurz die Küche durch. Könnte ja noch was Leckeres zu essen drin sein. Oder was, was man sich gleich reingeben kann. So, weg mit dem Rotz. Die Trott kommt mit. Und hier, Döschen kommt auch gleich wieder weg. Machen wir doch noch was. Wow. Toll ist das hier nicht. Naja, zumindest haben wir unser Durst aufgefüllt. Da haben wir noch was. Das ist sagenhaft gut. Durst ist definitiv voll. Essen nicht ganz, aber es geht, es geht. Gut, dann hätten wir hier ja alles. Ah, das sieht auch echt aus. Alter, aber was könnten wir hier an Wasser? Ich habe so viel Wasser, das kann ich grün gewissens alles reindrücken. Ich hoffe nur, es ist ein Klon in der Ebene. So viel Wasser, du, wird das langsam brenzlig. Hier jemand? Jeder da? Ach, da. Wo bist du denn? Strafabteilung versetzt worden? Das hier in dem Schmodderladen, da die Teppiche zählen? Hast du missgebaut? Ah, gut, ja. Ah, oh, gut. Nimm wir mal mit. Auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt brauchen. Da noch was drauf? Oh, tatsächlich. Juhu. Ich sollte nicht mehr überall nachgucken. Die ist zu. Ist hier noch was im Mülleimer? Jo. Dem. Komm, irgendwo wird hier noch sein, oder? Hier ist keiner, aber da gibt es was zu looten. Ach, weißt du was? Da wir schon mal dabei sind, uns alles reinzudrücken. Hier, der gleich mit. So. Dann haben wir alles voll. Da ist Ausgang, das weiß ich. Diese Schmelztabletten, ne? Ich habe schon wieder genau 10 Stück jetzt. Ich hatte welche verbraucht. Gut, dann gucken wir hier nochmal die Schmodder-Toilette. So, nix wurde. Also Verbände brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich, aber kann man zu Hause lagern als Sammelgegenstand. Ah, gut, trübes Wasser nehme ich mal mit. Weil da habe ich ein bisschen was verbraucht. Ja, auch keiner da? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass kaum noch Zombies in den Buden sind. Täusche ich mich da, oder? Es waren, meine ich mal, mehr.
Den haben wir schon so. Was haben wir hier noch so Schönes? Nix. Die habe ich alle, ne? Jo, die hatte ich ja auch gerade. Geld gibt's denn nicht. Hier noch jemand? Bitte. Wo rennst du denn her, Junge? Sag mal, rennt hier wegen gestochener Trutern an mir vorbei? Da noch was drin? Bäh, gut. Aber immerhin eine vergammelte Sporttasche. Mit einem sinnlosen Cowboy-Hut. Gut. Dann haben wir denn hier noch so Schönes? Ein Kistchen. Kistchen ist immer gut. Didim, didim, didim. Essen ist immer gut. Das kommt mit. Definitiv. Ja, dann gehen wir mal hier gucken. Aber ich glaube, hier ist ein Crackenbook hier vorne. Ne? Da könnten wir vielleicht sogar das letzte Buch kriegen. Auch wenn ich eher glaube, wir kriegen da mehr Papier. So, ich mache hier mal die Schorten dicht. Möchte nicht überrascht werden, während ich hier lüde. Ein Puff lila Hut. Weißt du was? Moment, ich will mal was kurz gucken. Was haben wir denn hier? Wir haben die scheiß Baseball-Kappen-Hut-Mod da drauf, ne? Hab jetzt aber auch nichts anderes, was ich da reinstecken könnte. Und Farbe lila habe ich schon drin, okay. Hab ich hier irgendwas? Die müsste ich mal reparieren, sehe ich gerade. So. Wollen wir die Werkzeuge haben ja alle Waffen, bis auf der Akkuschrauber. Gut. Ich moch den Akkuschrauber. Na. Jetzt im Puff lila. Den haben wir, den Burner-Akkuschrauber. Oder rosa, was es da sein soll. Nein, den da. Verändern. Sehr schön. Sieht das widerlich aus. Ja, da wie so ein Spielzeug-Akkuschrauber. Naja, gut, wir gucken jetzt in die Bücher. Haben wir alles? Aber hier sind noch ein paar Bücher. Mit Papier? Mit Papier. Jetzt haben wir auch Nacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das haben wir auch. Gut. Den Rest habe ich hier durchgelootet, ne? Jemand da? Vehikel! Schiffsvehikel! Will das nicht. Jetzt kriegen wir erstmal eine Papierarmee. Das kennen wir schon. Hier ist immer nur Papier drin. Das war ein Buch, was wir schon hatten. Das habe ich auch schon. Kann man gleich alles nehmen. Aber wenn ich die alle mitschleppen würde, geht uns der Platz aus. Das geht nicht. Am Anfang des Spiels, ja, kann man es gerne machen. Weil man das Geld braucht. Aber mittlerweile brauchen wir das nicht mehr wirklich. So, hier, Papier, Papier. Und ihr habt geschrieben, ich habe hier beim letzten Mal die Seiten vergessen. Ja, gut, das kann sein. Das wusste ich aber, dass da Bücher sind. Ich hab's bloß schlicht und einfach übersehen. Ah, das hatte ich doch auch schon, nicht? Ja. Überall Papier, Papier, gutes Papier. Papier, was wir nicht brauchen. Die habe ich alle, ja. Mülltonne ist nix. Gut, die gehen wir mal hoch. Oben sitzen meistens ein Polizist. Immer noch? Wo bist du, Junge? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her, mein Freund? Bist du hinter mir runtergefallen, oder? Der Joe! Hallo! Mensch, kipp um! Danke! Mock den nicht! Ich hab mit Polizisten gerechnet. Die sitzen noch sonst hier oben in der Kantine und futtern sich voll. Oh ja, gut. Hier hängt aber auch diesmal nichts an der Seite. Nee. Aber Mülltonne hat was. Kleber ist immer gut. Ach ja, ich bin mal gespannt, wann wir das letzte Buch bekommen. Gleich rein damit. So. Weg. Ah, komm, den kann man sich auch gleich reindrücken. Obwohl, hätte ich eh unten gehabt. Naja. Den drücke ich mir auch mal rein. Obwohl, den hatte ich auch schon. Naja, was soll's, was soll's. Schaden kann's nun auch nicht. Kühlschrank hat nix, hier ist nix. Gehen wir hier mal weiter. Da sind noch Bücher.
Die hier hatte ich, aber die nicht, ne? Nein. Ja, 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 das habe ich auch schon. Und hier, gut, Papier nochmal. Diese leer, gut. Mal wieder schön viele leere Regale. So, mein Freund, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Lass mich mal auf deinen Sessel. Mensch. So. Sag ich doch. Soch ich doch. Da vorne weiß ich es nicht. Würde mir aber nicht wundern, wenn hier einer um die Ecke gescheißert kommt. Komm hier aber nicht hoch, ne? Nicht? Okay. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Leer, aber hier ist eine Kiste hinter. Die müsste doch einmal mit, bitte. Oh, eine Bohrerkiste. Okay. Bohrer, 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 nix Bohrer. Ich sag mal, was Neues. Hier ist nichts weiter als Müll. Mit gutem Stoff. Man sollte immer Stoff dabei haben. Falls man mal irgendwo runterfällt in irgendwelche Raketensilos oder so. Und sich eine Schiene bauen will. Naja, gut, das ist natürlich, ja. Ich glaube, ich werde gleich mal was zerlegen müssen. Hallo? Ja, Burn Baby, du lebst aber noch. Jetzt nicht mehr. So, hier ist nichts. Hier ist doch bestimmt noch Kiste oder so. Nicht? Aber eine Tasche. Ah, weg damit. Aber hier ist noch so eine Lootbox oder so, ne? Ne, die ist offen. Da ist aber noch ein Rucksack. Den zerlege ich jetzt aber. Ich werde hier sowieso mal, warte mal. Den zerlegen, die 6 Jedons. Ausnahmsweise mal den einen Messingknob hier. Die kommt weg. Das kommt weg. Das ist alles nicht genug wert. Sehr schön, sehr schön. Ich werde mal die eine Erbsendose reinzwiebeln. Wunderbar. Dann passt das wieder. Weiter geht die Lütze hier. Da war ich schon. Doch noch einer. Ne? Aber wenigstens 2 Kisten sogar. Hier ist noch einer unter den Kartons. Ah, hier, komm. Gleich rein damit. Die Dosen kommen aber mit. So. Shotgun-Messe hier, Kiste. Jede Menge Müll drin. Dim, dim. Kein Messing am Rohr, ne. Hier ist auch keiner. Ist ja schlimm. Ach komm, raus damit. Raus damit. Auf den Zeiten sind wir vorbei. Ne, hier ist noch nichts, oder? So. Ist hier noch irgend... Ich häng... Gerade sagen, ich häng hier. So, da sind wir, glaube ich, hier auch nochmal in so einem Ablagerraum, ne? Jo. Stevie. Der stirbt gleich wieder los wie ein Bekloppter, ne? Du bist Stevie. Ah, das ist eine Kiste. Ich guck sofort. Hier ist er. Al Capo. Ey, sag mal. Geht's dir gut oder was? Warte gefälligst, bis ich ausgeholt hab. So, gucken wir in die Kiste. Money ist immer gut. Da ist diesmal keine Kiste hinter. Gut. Wow. Ne, definitiv nett. Hast du hier noch was versteckt? Jo, hier ist eine. Hier ist eine Kiste. Naja, kann ich auch schon. Weil gleich zweimal. Komm her. Schau dir wieder. Aber geht's dir jetzt gut oder was? Stürme hier raus wie die Bekloppen. Ah, haben wir auch schon. Ich meine, Bücher, da finden wir eine ganze Menge hier. Aber es ist leider nichts, was wir noch nicht haben. Hier. Ja, gut, ja, den kann man jetzt rechts erlegen. Ist aber auch sonst nichts, oder? So, da. Oder da. Aua, sag mal. Hab ich mich jetzt erschrocken. Sag mal, verzieh dich, du Kritten, Alter.
Geht's dir gut oder was? Auf den Kopf! Leute, er ist tot. Auch wenn er mich noch anguckt, er ist tot. Hab ich mich jetzt aus Sorge gehen? Ich hab mich hier extra umgeguckt. Und dann kommt er hier um die Ecke gekrochen. Bist du hässlich, Mensch. Kann ich denn den Kopf absäbeln oder so? Nö. Aber da ist eine Kiste unter, sehe ich gerade. Ja, gut, dass meine Waffenteil nimmt hier langsam überhand. Dort nimmt hier wirklich langsam überhand. Warte mal, ich könnte mal ein Schmerztablettchen nehmen. Die zwei Gammelfleische kann ich auch mal rausschmeißen. Den könnte man notfalls noch was zu looten, aber ich muss trotzdem gleich mal ausleeren. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Der kommt bestimmt von hier angescheißert, ne? Garantiert war der hier irgendwo. Gut, dann gehe ich einmal gut so runter. Da vorne ist Auto. So, einmal rennt's gutes Stück. Mach einen Abflug. Ich bin hier am Arbeiten, Mensch. Kann den nicht gebrauchen. So, da. Erstmal alles rein hier. Brauch Platz in der Bude. So. Ah, gut. Muni habe ich ja noch so gut wie gar nichts verbraucht. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal geschossen. Halt, die nicht. Dort, der Rest bleibt bei mir im Inventar. So. Baue mich hier mal wieder hoch. Das war ja hier irgendwo. Genau, bloß ein höher war ich, ne? So. Sehr schön, dann kannst du jetzt weitergehen. Brüchiger Boden. Hier ist noch Müll, das muss mit. Ah, schon wieder drei Chattern. Ich glaube, da kommt von draußen gerade was angescheißert. Hörte sich ganz danach an. Wie die Tasche da. Dunkel. Was ist denn das? Da kommt gleich weg. So, hier geht's da wieder runter. Ja, Knochen, warum nicht? Messing ist ja nicht am Rohr. Halt. Hier renne ich jedes Mal vorbei, ne? Muni muss mit. Danke. Hier wäre noch was. Ja, jetzt ist es wieder Eisen. Jetzt ist es wieder Eisen. Wow. Raus. Dich zerlegen wir. Stoff kann man immer gebrauchen. Denn. Naja. Falls ich mir meine Schnittwunde zufüge. Was eigentlich in der Tat relativ selten passiert. Dafür eher mal Infizierung oder sowas. Hier lungert noch irgendwo einer rum, hier um die Ecke oder so. Jo, da ist er. Komm her, Junge. Bist du ein Arschloch, ne? Ich gehe hier extra hin, weil du hier hin solltest und nein, er rennt durch die Küche. Aber gut, dafür gibt's gutes Essen. Essen ist immer gut. Das ist Müll. Was haben wir denn hier noch so schönes? Säure, ja. Kaffeeautomat. Kaffee ist immer gut. Leere Gläser sind nicht gut, da haben wir genug von. Und hier, gut, mehr ist ja auch nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo wir von unten waren, ne? Ja. Da ist noch eine Tasche. Die muss aber mit. Naja. Hier noch irgendwas Brauchbares? Naja, nicht wirklich. So. Jo, du gehst mal auf, oder habe ich hier was übersehen? Ne. Den gucken wir mal oben noch. Was haben wir denn hier noch so schönes? Müll. Sehr schön. Da geht's gleich rüber, ne? Jo. Ach, ich weiß, was das ist. Da bin ich das letzte Mal so überrascht worden. Von irgendeinem Hundi oder sowas. Jo.
Da fehlt aber noch was. Und dir zum Beispiel. Mensch, mit Stripperin diesmal. Stripperin ohne Kopf. Oh, dir nochmal. Diesmal nicht, Jungs. Ich wusste es doch. Das letzte Mal bin ich hier von allen Seiten überrascht worden. Wo ist denn der Hund? Diesmal nicht. Man lernt hier, ne? Auch wenn es selten ist, aber man lernt. Jut. Dann hopp ich hier alles, ne? Mann, der Schatz ist da unten, weiß ich. Hier ist aber auch sonst nichts weiter. Mann. Den gehen wir doch mal hin. Mein Muni habe ich ja genug eingesammelt, ne? Hier kann man da gleich wieder mit draufpacken. Schatz müsste ich ordentlich mitkriegen. Der ist ja hier. Den googeln wir mal. Was haben wir denn hier so Schönes? Jede Menge Rotze, bis auf die Muni. MP5. Und da? Ah, gut. Kann man mitnehmen. Muss man aber nicht. Vitamine sind auch mal gut. Denn da nochmal Lugi-Lugi machen. Ah, ja. Essen. Essen ist immer gut. Auch wenn nur Plastik drin ist. Und hier ist halt meine Shotgun-Kiste. Ah. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Game Stage? Immer noch 198. Das ist Mist. Absoluter Mist. Wir sind jetzt auf Tag 77. Es näht sich hier der Horde. Und ich möchte verdammt nochmal auf Game Stage 200. Aua. Nur durch diesen blöden Bug. Lass mich doch mal da hoch. Krieg ich die Game Stage jetzt nicht mehr hoch. Das ist doof. Das ist sehr doof. Kommen wir hier irgendwo runter? Hier geht's doch, oder? Jo. Ich möchte gerne in den Hinterhof nochmal. Da ist bestimmt auch nochmal was zu looten. So, hier geht's, oder? Jo. Sehr schön. Dann google mal. Hat sich schon gelohnt. War missing. Das? Maissamen. Die können wir wirklich weg. Die brauchen wir nicht wirklich. Blei ist immer gut. Oh, hat der Militärlaster denn noch Schönes drin? Kann man auch mal rein Lugi-Lugi machen. Essen, immer gut. Und hier, oh, guck mal, Blei, Messing, kann man sich nicht beschweren. Schmerztablettchen, naja, gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dort kein Weg. Ansonsten liegt hier nur Müll. Ich glaube, die Mülltonne, da habe ich nicht, oder? Ich weiß das gar nicht. Nö. Nochmal Jeddons und hier. Schäbige Federn. Gut, aber hier muss doch irgendwo noch was sein. Irgendwas Brauchbares. Irgendwas, was man teuer zu Geld machen kann. Ja, scheint nicht. Und scheint nicht. Bisschen Plastik ins Dorf. Und Gammel-Sandwich, die kommen weg. Kommst du nochmal? Na. Gut, da mehr ist hier nicht, ne? In diesem Ruin war ich noch nie drin. Da gibt es aber auch, glaube ich, nichts zu holen. Kriege ich ja gut. Alle Frames kriege ich jetzt natürlich nicht mit. Das ist klar. Aber gleich ein Teil. Weil das bleibt in der Luft hängen. Ist recht. Ist recht. Gut. Wissen wir zumindest, dass wir hier waren. Hier irgendwas im Parkhaus? Hier habe ich auch noch nie reingeguckt. Wollen wir mal kurz hier schnell die Lugi-Lugi machen. Ich meine, ich werde jetzt nicht das ganze Parkhaus ruhig rennen, dafür ist es wahrscheinlich zu groß, aber... Vielleicht ist hier unten ja noch irgendwas. Außer schrottige Autos. Hier scheint es ja nicht mal Zombies zu geben. Halbi! Ja, dafür hat es sich aber gelohnt, hier reinzugucken. Hallo, mein Freund. Ich habe dich schon vermisst. Na, ich begrüße dich mal und nochmal. Eine ganz herzliche Umarmung. So, der Nummer... Ja, naja, Messing ist gut, Döschen ist Mist. Ah, das ist doch ein Zombie. Okay. Schießpulver ist immer gut. Trab an, Junge. So. Ja,
Gut. Ist halt ein Parkhaus, ne? Was soll man hier großartig erwarten? Hier gibt es nicht viel zu looten. Liegt nur ein bisschen Müll rum. Das Buch habe ich schon. Das ist bestimmt die Hütte des Kassenwächters oder sowas. Oh, hier ist noch eine Kiste. Mit Müll drin. Und hier ist auch nichts drin. Was hat er denn hier in seiner Hütte? Wo ist denn überhaupt der Eingang der Hütte? Zugenagelt. Aber ich aber trotzdem nochmal reingucken. Hätte ja gar nichts. Außer ein Bücherregal. Aber gut, da kann man mal reingucken. Hab ich bloß schon. Und sonst hat er hier nichts. Gar nichts. Nennt man Tresor, Alter. Gut, gut, gut. Wollte ich auch nochmal kurz durch Lucky Lucky machen? Das Gebäude haben wir, auch wenn wir schon ein paar Mal hatten. Ich muss unbedingt mal einen anständigen Crackerbook finden. Das Problem ist halt, ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich brauche das letzte Buch. Führt absolut kein Weg dran vorbei. Kohleminen so lohnt sich ja auch nicht. Da gibt es nichts Brauchbares. Mal kurz da noch gucken. Ein bisschen höher, ja. Aber nicht zu hoch, so soll es hier über der Straße schweben. So ein kleiner Shamway-Fabrik hier. Da ist die große, nicht die kleine. Dort ist die große. Da ist die kleine. Habe ich doch glatt vorausgedacht. Kommt ja auch selten vor. Sehr selten, aber ich meine, Crackerbock gab es hier, glaube ich, auch nicht in der Stadt. Das ist ja das Schlimme. Da vorne ist der Trader. Ah, das dauert ja noch, bis der aufmacht. Das dauert ja noch. Würde ich sorgen, ich mache mal kurz einen Abflug nach Hause. Können wir zumindest schon mal ausleeren und reparieren. Vielleicht noch ein paar Mods reinpacken. Machen denn aber nochmal einen Abstecher hier, nächste Folge. Weil ich doch wirklich gerne mal gucken will. Vielleicht hat er ja das letzte Buch. Man weiß es ja nicht. Ich hätte schon sehr gerne. Gut, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei wart. Jetzt haben wir ja schon fast die... Ich habe keine... Oh, scheiße, Drops mit. Ich vergesse sie auch immer. Haben wir schon fast die Horde. Vielleicht noch eine Folge vor der Horde. Aber wir sind ja gestern Anfang Tag 77. Und dann sind wir schon wieder bei der Horde mit Tag 77. In der Hoffnung, dass es vielleicht noch irgendwie hinkriege, auf Game Stage 200 zu kommen. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Schön, dass ihr da wart. Bye, bye.